und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von Dark. Das Hauptspiel und ein DLC haben wir ja vor einiger Zeit schon mal gespielt. Und jetzt ist das neue DLC raus, namens Die Gruft, The Crypt. Ich bin sehr gespannt, was das für uns bereithält. Mal gucken, neues Spiel, hier DLC. Ich denke mal, das wird das Richtige sein. Die Gruft, der Turm haben wir ja schon mal gespielt. War auch kein sonderlich langes DLC, aber ist auch kostenfrei. Und das jetzt hier auch wieder. Ich weiß nicht, wie lang es sein wird. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Und wir werden mal gucken, ob wir uns jetzt auch wieder reinfinden in dieses Game Show. Ist nicht zu laut. Ja, und ob wir es irgendwie schaffen. Aber wir haben ja die lieben Leute im Chat, im Stream-Chat auch dabei. Die können mir bestimmt helfen beim Rätseln. Bist du sicher? Gesamte Fortschritte im aktuellen Kapitel? Ja, ich denke schon. Lädt. Ah! Ich erinnere mich. Stimmt, das letzte Mal sind wir ja ziemlich kopflos gewesen. Ja. Wir sind kopflos aus dem letzten Kapitel rausgekommen. Falls ihr das nochmal nachgucken möchtet, auf dem YouTube-Channel könnt ihr das machen. Und jetzt sind wir offenbar hier. Okay. Es ist gut. Hier haben wir eine Zeichnung, nach der wir uns richten können. Wahrscheinlich ist damit der Schalter gemeint. Ah ja, hier. Ah, und rechts und links geht theoretisch auch. Ein D-Pad, alles klar. Und ja, hier mit der Steuerung muss ich mal ein bisschen gucken. Aha, so kann ich mich ducken, alles klar. Das hier weiß ich noch nicht. Das hier ist benutzen. Okay, gut. Es wird schon irgendwie. Und so, ah ja, so kann ich rennen. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal mit Controller gespielt habe. Wir werden sehen. Naja, ihr seht schon, ne? Wie vorhin erwähnt. Es ist so ein bisschen Horror-Setting, aber jetzt nicht unbedingt primär ein Horrorspiel. Es ist primär ein Rätselspiel. Weiß? Aha. Weiß? Wir haben es ein bisschen nach rechts verschoben, oder? Aha. Ah! Wie lang ist das her? Boah, ich habe keine Ahnung. Viele Monate. Viele Monate muss es her sein. Aha, und hier können wir aufmachen. Ja, das war ja auch noch so eine Sache mit dem um die Ecke gehen. Ah, hier haben wir was zum Aufsammeln. Ach, geil. Jetzt haben wir die Kontrolle über unseren Kopf. Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn auf einmal her? Eigentlich haben wir den am Ende des letzten Kapitels auch ganz woanders gelassen. Wahrscheinlich hat es jetzt auch nicht wirklich was mit dem letzten Kapitel zu tun. Aber egal, wir können auch wieder raus. Ah. Wir haben die Kontrolle über unseren Kopf. Das ist prinzipiell auch erstmal gar nicht so unpraktisch. Ah, und wir sind jetzt auf der anderen Ebene hier quasi mit unserer Birne. Nee, das wollte ich noch nicht. Ich wollte mich jetzt eigentlich hier einmal drauflegen. Ah, so können wir uns selber helfen quasi. Vor deiner Zeit, ich glaube schon. Das kann sehr gut sein, ja. Kopflos wie immer. Und wir können den jetzt aber nicht mitnehmen oder so, ja? Nicht. Oh, gut. Okay, dann eben nicht. Aha. Und ganz viele Schalterchen, ja. Kenne ich. Aha. Ja, ist irgendwie so ein Labyrinth. Ah, und wir müssen dreimal Nüpsi nach rechts erwischen, erreichen. Ah, nee, hier nicht. Wäre ja auch zu einfach. Halt. Hier rum, aha, das gibt sich nix. Okay. Da muss es wohl irgendwo hier sein. Hier nicht, dann eben hier. Ah. Hä? Was? Oh, müssen wir innerhalb einer bestimmten Zeit alle drei erreichen oder was? Ach du Heilige. Oh, I see what you did there. Ja. Oh Gott. Das wird ja jetzt schon nix. Och nee. Ich glaube, ich mache das lieber mit dem D-Pad.
Oh, wie gemein ist das denn? Na, und wie komme ich jetzt so schnell nach da oben? Gar nicht. Kann ich hier irgendwie durch? Nee. Ist hier noch einen alternativen Weg? Nee, überhaupt nicht. Na gut, also nach oben komme ich hier. Nach oben komme ich da. Ja. Ja gut, wenn wir da oben sind, dann ist der Weg nicht so schwierig. Aber ja, erstmal schaffen, ey. Oh Gott. Ah. Tatsächlich geschafft, krass. Ui. Spannend. Hm, soll ich ein bisschen lauter machen? Ein bisschen mehr Effekt. So, ja, ja, schön. Schön, jetzt ist das Tor also gesperrt. Sehe ich das richtig? So, Frage. Können jetzt ja wahrscheinlich hier entweder weiter, ja genau, weiter. Unseren Kopf mitnehmen quasi. Ja gut, mitnehmen wird nicht so direkt möglich sein, ja doch. Weil hier haben wir auch wieder so ein Kontrolldingsi. Aha. Ja, dann gehen wir da gleich hin, dann können wir ihn wahrscheinlich von da aus weiter kontrollieren. Weißt du was, das mache ich mal. Das mache ich mal. Hier. Wie auch läuft. Ja gut, wie würdet ihr laufen, ne? Ohne Kopf. Ist ein bisschen creepy vielleicht. Ein bisschen. Ein bisschen. Aber nicht, ist es jetzt nicht primär Horror für mich. Für meine Begriffe. Oh, ich kann da... Ach so, ich kann da auch weiter. Oh. Aha. Aha, 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 aha. Ja. Ja. Es wird aber sicherlich einen Grund haben, warum wir da so ein Loch hatten zum Kontrollieren des Kopfes. Ja, siehst du? Ich glaube, das Symbol da, das heißt, dass wir da irgendwas verwenden können, was wir eingesammelt haben. Kann das sein? Was haben wir denn hier? Ah, gut, hat sich erledigt. Vielleicht war das andere Loch auch nur dafür da, wenn wir den Kopf noch da gelassen hätten, dass wir ihn hinterher holen können. Das kann auch sein. Ja. Das macht auch Sinn. Okay. Haha, ich kann sogar mit dem mich schneller bewegen. Ich kann mit dem Kopf rennen. Schön. Die Nase läuft quasi. Aha. Aha. Särge. Was? Das Geräusch auch. Das sind interessante Kerzen. Ja. Wollte hier jetzt nicht weiter. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Das ist auch eine riesen Glocke, ne? Habt ihr das gesehen? Also ich kann das Licht ausmachen. Was hat das denn für eine Bewandtnis? Und was ist das denn für eine merkwürdige Glocke, die hier einfach so eingemauert ist? Aha. Ja, okay. Ja, okay. Ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt uns hier noch. Gehen wir mal eben hier unten gucken. Weil wir können hier ja auch weiter nach links, ne? Ja. Was? Es ist ein Sargkontrollator, glaube ich. So nennt man es nämlich in Fachkreisen. Pass auf, ich zeige euch das mal, wie das funktioniert. Ja. Ja, genau so habe ich mir das nämlich vorgestellt. Ah. Mhm. Und was ist das für ein Knopf? Ah. I see. Ja. Der kann auch weiter nach oben. Was? Echt? Den kriegen wir nicht weiter? Hä? Von was ist das denn abhängig? Also wenn ich den runter mache, kann ich den hoch machen. Ah, so. Ja, ja, klar. Weil das Ding dann unten ist, dann kann ich das jetzt... Ja, ja, gut, gut. Sehe ich ein. Dann müsste es theoretisch... Ach was.
Ach was? Ach, das ist neu. Ja gut, so ein bisschen Creep hatte es vorher schon das Spiel. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich erinnere mich jetzt wieder an so manche Szenen, ja. Aber nur so ein bisschen. Ist jetzt nicht so schlimm. Das werden wir alle überleben. Stimmt. Ja, okay. Also das müsste so sein. Der hier, der sieht schon gar nicht so schlecht aus. Der hier müsste noch ein bisschen nach unten und der nach oben. So müsste es eigentlich passen, oder? Ja, ein bisschen. Nur so ein bisschen. Mal schauen. Nee, halt. Das hier. Ah, wie auch immer das funktioniert, weiß. Aha. Cool. Ich finde die Soundkulisse auch irgendwie cool. Ich meine, das hat es immer so an sich. Leg einfach Reverb drauf, dann klingt alles cooler. Aber das passt hier halt auch so gut. Ha. Was können wir hier machen? Aha. Ja, wir brauchen den Kopf. Wir brauchen hier den Kopf, aber ich glaube, den werden wir jetzt von da oben nicht so einfach hier nach unten kriegen. Das glaube ich kaum. Das hier ist wahrscheinlich zum Resetten, ne? Ja, was ist denn, kann ich jetzt nicht zeigen, was ist denn das da für unten hier für ein Nüpsel? Das da. Ach, da kann ich aber ran. Oh. Ach, das ist ja sehr gut zu wissen, dass ich so zur Seite greifen kann. Ich habe ein Wandsegment. Ach. Aha. Aha. Was hilft es hier oben? Was nutzt es uns? Ich kann das hier sicherlich einsetzen, ne? Was? Hä? Warum ist da Licht angegangen? Ich will mal eben zu dem Kontrollloch unten. Kontrollloch. Weil ich will sehen, was der Kopf macht. Das klingt alles sehr merkwürdig, aber ihr wisst schon, was ich meine. Hier. Ah. Ist er jetzt. Ist er da runtergerollt oder was? Das ist ja merkwürdig. Aha. Gut. So, und hier kommen wir jetzt. Oh, jetzt können wir da um die Ecke rollen. Oi. Ah. Müssen wir das Wandsegment jetzt wieder entfernen? Können wir dann irgendwas Tolles machen? Weil hier komme ich nicht weiter. Oh, spannend. Okay. Dieses DLC, das wird jetzt natürlich für die ganz advanceden Spieler sein, weil das ist jetzt ja das Allerneueste. Und die anderen Dark-Teile haben natürlich schon alle gespielt. Ja, und was passiert, wenn wir da jetzt langrollen? Deswegen, wenn wir das jetzt hier nicht schaffen, dann müssen wir gar nicht traurig sein. Das ist nämlich total unlösbar, dieses Spiel eigentlich. Aber umso froher können wir sein, wenn wir es schaffen. Nicht. Ich komme da nicht weiter. Ach, schade. Aha. Okay. Was sind das da hinten eigentlich? Ach, hier haben wir auch ein Kontrollloch. Da müssen wir überhaupt nicht immer nach da unten. Das ist eigentlich ganz gut. Und da oben sind auch drei Glocken, ne? Ich sag's nur. Und da ist auch irgendein Symbol direkt über uns. Irgendwas Komisches. Also, es muss ja irgendwie einen Sinn haben, hier dieses Wandsegment reinzumachen. Und hier wird doch sicherlich das Ziel sein, das Tor irgendwie zu öffnen, oder? Könnte ich mir vorstellen.
diese Bretter hier, die sehen auch ein bisschen so aus, als ob die das Tor verschließen oder festhalten oder irgendwie sowas in der Art. Das wird sicherlich irgendwie irgendwas sein, was wir hier machen müssen. Und warum können wir hier das Licht ausmachen? Was hat das für einen Grund? Was für einen Sinn, besser gesagt? Wenn ich das jetzt nochmal wegmache, habe ich es halt. Wenn ich es jetzt nochmal hinmache, geht dann wieder das Licht an? Nö. Nee, eigentlich nicht. Weiß nicht, was das eben war, dass das Licht wieder angegangen ist. Frage. Ah, ich weiß. Oder? Weiß ich doch, ich weiß. Natürlich. Ich glaube irgendwie, das ist hier noch, das ist noch nicht das Richtige, sondern wir legen den Kopf erstmal hier hin. Jetzt können wir ja mit ihm nach unten fahren und erstmal das unten machen. Da haben wir ja das Wandsegment rausgenommen, da können wir mit dem Kopf jetzt hinrollen in diesen komischen Raum. Und dann machen wir erstmal das hier. Und hier können wir ja auch kontrollieren. Achtung, hier. Ja. Machen wir erstmal das. Eins nach dem anderen. Genau. Aber, oh, die bewegen sich alle gleichzeitig. Okay. I see. Aber hier werden wir das Wandsegment wieder einsetzen, damit wir auch da entlang rollen können. Nehme ich mal stark an, dass wir jetzt hier um die Ecke kommen, ne? Ja. Okay. So, was ist denn Phase? Also der Schlüssel, der ist da schon mal überhaupt nicht richtig. Nee, ich glaube, der Anfang war schon nicht so gut. Ich glaube, der Anfang war schon verkackt. Was müssten wir denn als erstes machen? Wir müssen hier nochmal resetten erstmal. Und es gibt auch eine Reihenfolge scheinbar. Also zumindest könnte man meinen, dass es da eine Reihenfolge gibt, wenn ich hier drücke. Dann erscheinen nacheinander diese Symbole. Gehen wir mal davon aus, dass wir zuerst einmal das Kreuz da unten hinmachen sollen. Ja gut, so richtig viele Möglichkeiten gibt es irgendwie. So richtig viele Möglichkeiten gibt es nicht. Nach unten. Dann nach links. Also nach unten, dann nach links, dann nach oben. Warte mal. Unten, links, oben. Ich muss mir das mal angucken. Ich muss mir das mal eben angucken. Das würde aber heißen. Warum leuchtet das Ding hier noch? Muss das nicht resettet sein? Ah, okay. Ah, okay, man kann hier umschalten quasi. Also unten, links. Ist jetzt schon anders, als ich eben dachte. Ach so, ja, weil ich nochmal hätte resetten müssen. Ja. Moment, geht gleich los. Sekunde, ich resette jetzt nochmal. Zack. So. Jetzt machen wir nochmal das, was ich eben meinte. Unten mit links. Ach so, ja, mit links verschieben wir das Kreuz natürlich ganz, ja, doch, ganz nach da links rein. Ja. Nee, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nee. Müssten eigentlich das Kreuz da oben einfädeln, oben nach links, es dann nach unten schieben können, aber dann darf ja auch nichts anderes im Weg sein. Ach du meine Güte. Machen wir das denn? Ich will mal. Das Auge muss nach rechts. Dann schieben wir es mal so. Aber jetzt kriegen wir ja. Nee, dann kriegen wir den Totenkopf da nicht mehr raus. Nee, das kann es nicht sein. Eventuell könnte ich den Schlüssel jetzt nach oben buxieren. Aber dann schiebt sich ja auch wieder alles da nach oben. Ah, das ist ja ganz doof.
probiere trotzdem mal was. Oh je. Oh je. Also, Schlüssel nach oben. Und ich weiß, ich halte mich jetzt überhaupt nicht an die Reihenfolge, die ich da meinte, aber egal. Aber genau, wenn ich das jetzt nach unten schiebe, dann den Schlüssel wieder nach rechts und dann nach oben, dann ist der schon mal an der richtigen Stelle. Vielleicht muss man ja auch die Reihenfolge nicht unbedingt einhalten, kann ja sein. Oh, ist er jetzt auch gesperrt? Das wäre natürlich praktisch. Oh, das wäre natürlich mega praktisch. Ja. Und ich sehe auch eine Chance für das Kreuz. Wenn ich es jetzt vielleicht mal nach unten mache. Das Auge müsste noch dazwischen. Wir probieren mal eben was. Pass mal auf. Ich tue die mal nach oben. Das Auge bleibt dann, wo es ist. Zack, genau. Tun mal das Auge auch noch mit da unten rein, da wo das Kreuz eigentlich hin soll. So. Dann parken wir nämlich das Kreuz erstmal da. Ah, scheiße, ich glaube, so wird das auch nichts. Aber vielleicht ist das schon mal nicht so schlecht, dann ist die Reihenfolge zumindest besser. Ja, ich habe jetzt eigentlich keine andere Möglichkeit, als das Kreuz nach rechts zu verschieben, wenn das jetzt richtig rumgedreht wäre. Ist natürlich immer alles relativ dazu, zu der Ausrichtung, die man gerade sieht. Genau. Ja, genau, genau. Wenn wir jetzt aber... Oh nein, dann ist das Auge wieder da. Ah. Halt. Halt, halt, halt. Eins nach dem anderen. Wir müssen das Auge erstmal da nach oben schieben, um es zu sperren. Damit es nicht gleich wieder nach unten flutscht, da wo das Kreuz hin soll. Jetzt können wir das Kreuz nach da machen, dann nach links und dann nach unten. Dann hätten wir das schon mal. Oh, und der ist auch an der richtigen Stelle. Das ist schon mal sehr gut. Ach, guck mal, da haben wir es doch. Und jetzt noch das Auge. Ja, perfekt. So, so geht's doch. Ah, super. Ah, super. Gefällt mir. Masken. Masken für den Kopflosen, ne? That's the joke. Oh, ich habe noch ein bisschen Kaffee. Soll ich wirklich noch Kaffee trinken? Na gut. Köstlich. Das Spiel bringt auch nicht so wirklich Musik, Hintergrundmusik mit, ne? Ist eigentlich für die Atmosphäre ganz gut, aber theoretisch könnte man welche dahinter legen, wollte ich gerade sagen. Aber hat sich gerade erledigt. Ist egal, vergesst das einfach. Wir haben einen Hebel, natürlich. Wir haben einen Sarghebel gefunden. Ein Hebel. Hebel. Kann ich mir die irgendwie angucken, die Sachen, die ich habe? Nee. Hebel. Da ist auch eine 3 an der Wand. Hat das irgendwas zu bedeuten? Bin ich sicher. Gut. Das hier können wir, denke ich, mal aufmachen wieder. Ich schätze mal, unseren Kopf sollten wir auch besser mitnehmen. Ich weiß halt nicht, ob es hier noch irgendwas zu erledigen gibt. Wahrscheinlich nicht. Das war jetzt einfach, das war jetzt der Raum für den Hebel und gut ist. Hier, den Kopf nehmen wir wieder mit. Schwebt diese Vase da oder diese Urne da? In der Luft. So. Gut, 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 gut. Bitte, bitte was? Sollen wir nochmal rechts gucken? Sollen wir mal gucken? Können wir da wieder zurück? Scheiße, echt? Wir können da zurück? Nein, was machst du da? Warum gehst du da zurück? Ich will doch...
Okay, ich entschuldige mich, wenn ich gesagt habe, dass es vielleicht so gar kein Horrorspiel ist. Tut mir sehr leid. Hallöchen, Kadaver übrigens. Hallo, wie geht's? Wir stehen uns einfach all gegenseitig bei. Wir schaffen das schon irgendwie. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier nochmal hinzugehen. Ja. Nee, aber hier hat sich eigentlich nichts verändert. Da ist aber noch so ein komisches Tor, ne? Da rechts. Ich wollte es nur nochmal sagen. Vielleicht müssen wir da ja noch durch oder so. Kann auch sein. Diese Figuren, die sehen auch irgendwie creepy aus, ne? Nee, aber ich denke mal, so weit zurück müssen wir nicht. Schätze ich mal. Warum das hier allerdings so rumflackert, das ist komisch. Ja, gut. Ich dachte, vielleicht passiert irgendwas anderes, aber nee. WK, wie geht es denn so? Alles gut? Noch? Gucken, wie es hier weitergeht. Ich glaube, das könnte auch was für John sein. Hat er denn Dark schon gespielt? Apropos Dark, wir müssen gleich mal gucken, was es mit den Lichtern da auf sich hat. Wir haben einen Hebel. Wozu brauchen wir denn einen Hebel? Haben wir irgendwo schon einen Hebel gebraucht? Haben wir hier irgendwo schon davor gestanden und gesagt, ah, hier bräuchten wir aber einen Hebel? So funktioniert das nicht. Wie wäre es denn, wenn wir hier das Ding reinmachen und jetzt mit dem Kopf da einmal entlang? Ah, jetzt einmal da entlang rollen. Hier. Siehst du? So meine ich nämlich. Ah, okay. Gut. Bleibt das jetzt so? So, was ist das hier? Aha. Gut. Aha. Und jetzt können wir das da unten anders einstellen, um eine andere Melodie zu erzeugen. Oder ein anderes Arrangement. Ja. Sehe ich ein. Ich weiß nur noch nicht, was für eins. Das können wir jetzt aber vielleicht in Erfahrung bringen. Wir können jetzt hier ja durch. Ne? Ja. Ach, wir können es auch von hier aus abspielen. Ah, gut. Ach, das ist gar nicht das, was eben abgespielt wurde, sondern wir müssen das nachmachen, schätze ich mal. Ach, gut. Da muss wieder der Musiker in mir helfen. Na, da mal gucken, ob wir es schaffen. Vielleicht sollten wir einfach auf die einzelnen Glocken achten, statt auf alle gleichzeitig. Hey, ich habe gerade herausgefunden, warum man hier das Licht löschen sollte. Ah, gut. Gut, dass wir das gelernt haben. Gut. Gut. Machen wir erstmal das Glockenrätsel, oder? Machen wir erstmal das Glockenrätsel. Ich glaube, das ist besser. Ja. Okay. Wir hören uns nochmal die Melodie an. Wo bin ich denn? Hier. Da muss ich nochmal hin. Lalalala. Also. Also die große Glocke wird ganz am Ende gespielt. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es ganz nach rechts muss. Die kleine Glocke, die fängt an. Das ist also, glaube ich, auch schon richtig so, wie es ist. Ja. Ja. Ja, okay. Moment.
Lalala. Ich glaube, die muss hier nach da. Und die muss auch weiter nach rechts. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie weit. Ich kann das aber gerade noch mal verifizieren hier. Gucken, ob die kleine und die mittlere gleichzeitig spielen. Nee, immer abwechselnd. Okay. Ding, ding. Dann ist eigentlich erstmal Pause. Spielt dann noch mal die kleine zuerst? Das würde ich einfach ausprobieren, aber wir machen es mal richtig. Nee. Klein, klein und dann mittel. Klein, klein und mittel. Klein, klein. Dann müsste mittel kommen. Ja, eigentlich müsste es so sein. Mal gucken. Gute Nacht, Player. Ja. Das Plüschi. Ja, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, über Fotos freuen wir uns dann sehr, wenn die angekommen sind. Bis bald, Player. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein und träum was Weines. Von Plüschis. Ganz viel. So, wir probieren mal aus hier. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass die hier zu früh kommt. Aber wie kann man das denn, wie kann man es denn reparieren? Wir müssen die aber nicht verschieben, während das Ding spielt, oder? Geht das? Geht das? Das geht? Nee, echt jetzt? Aha. Ach du Heilige. Ja. Warte mal. Nee, falsch. Ich wollte das obere nach rechts verschieben. Um eins. Dann muss es, glaube ich, wieder nach links. Moment. Kompliziert. Ich sag ja, ganz advanced hier. Ich glaube, das hier unten muss auch weiter nach links, sonst passt das nicht. Ich muss nochmal diese Melodie anhören. Die ist nicht sonderlich melodisch. Das ist so ein bisschen das Problem. Oh. Alles klar, im Discord ist gut. Gut. Nachti, bis bald. Das ist eine ganz furchtbare Melodie. Ganz furchtbar. Oi, es kommt irgendwann auch so eine Stelle. Da kommt groß, mittel, klein nacheinander, oder? Oh je. Groß, mittel, klein. Naja, dann kann das so schon mal nicht sein. Ja. Also, Ding, Ding, Pause. Mittel, klein ist auf jeden Fall schon mal richtig. Ja. Oh Gott. Also was glaube ich richtig ist, ist. Das oberste nach rechts verschieben ist schon ganz richtig. Wenn er da beim ersten mittleren angekommen ist. Die da unten passt dann nicht. Ich will mal gucken. Was muss hier anfangen? Ich will mal gucken, ob die große da unten jetzt als rot angezeigt wird dann. Ja.
Nee. Also ja, wird rot angezeigt, ist nicht gut. So vielleicht? Nochmal? Nee. Ist das Ding doch ganz nah? Oh, ach, das war richtig. Die letzte große war richtig. Ah, die letzte große war richtig. Die davor aber nicht. Das heißt doch, dass der letzte Schieber irgendwann verschoben werden muss. Ansonsten kann es ja nicht sein. Dann lasse ich den jetzt mal so. Warte mal. Kann sein, dass wir den dann nach links verschieben müssen. Der oberste müsste nach links und der unterste müsste auch einen nach links. Warte mal. Komm ganz durcheinander. Nee, halt. Nein, falsch. Also. Gar nicht mal so einfach. Okay. Ach, deswegen ist hier so eine komische Glocke. Mann, oh Mann, was haben wir denn da? Ein Schalüssel. Schädelschlüssel, natürlich. Natürlich, was sonst? Oh. Das hatte auf jeden Fall nichts mit Logik zu tun. Nein, das war reines Glück. Das ist richtig. Wie diese Skelette im Vordergrund auch, ne? Creepy. Ah, schön. Ja, was will man erwarten von einem Spiel, das die Gruft heißt? Oder DLC, das die Gruft heißt. Wo ist unser Kopf gerade? Ich weiß, es ist eine komische Frage, aber wo ist unser Kopf gerade? Ach, da oben, ja. Moment, dann muss ich ihn mal eben nach unten holen. Oh, okay. Wir müssen ihn nämlich jetzt mal folgendermaßen verwenden. Wir müssen ihn da mitnehmen. Ja. Hier. Einmal so. Zack. Genau. Und jetzt können wir hoffentlich diesen Raum da betreten. Das werden wir sehen. Aber ich würde sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut für die YouTube-Aufnahme. Und im Stream mache ich gleich nochmal eine Minute Pause. Danach machen wir aber weiter. Und in der Aufnahme dann in der nächsten Folge. Und dann werden wir sehen, ob wir hier gleich wieder angegriffen werden. Aber ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, ob wir die Platte jetzt hier noch einsetzen sollten. Würden es aber, also ich würde es jetzt einfach mal so probieren und das Beste hoffen. Gut, also, kurze Pause im Stream und auf YouTube sage ich, bis zur nächsten Folge dann. Vielen Dank fürs Zuschauen soweit und bis dann, macht es gut und tschüss.